Mir das richtig unheimlich. Oh Mann, ich hatte keine Lust auf die Villa. Ich werde mal ein Zettel in die Innenstadt vertreiben. Besser, ich bin jetzt gleich hinter mich. Auf zur Villa. Ja, vorhin habe ich auch noch nicht vorgelesen. Es ist es auch eine Entscheidung, welche Story wir dann bekommen. Also welchen Weg. Ich glaube, für den ich gerne hätte, Switch 1 übrigens, freue ich mal ein bisschen, das war glaube ich die Villa. Soweit ich mich erinnere. Okay, das ist schon der Abschnitt vorbei. Nach 10 Minuten. Soll ich jetzt den Schluss machen oder weitermachen? Speichern erstmal. Nachher machen wir einfach mal weiter. Ich ließ mal eine Menge Zeit auf dem Weg zur Villa. Und so brauchte ich für den relativ kurzen Weg sehr lange. Jedoch war es egal, wie langsam man lief. Irgendwann erreichte man sein Ziel. In meinem Fall war dies kurz nach der zweiten Nachmittagsunterrichtsstunde. Bis zum Abend war also noch eine Menge Zeit. Mein Magen knurrte, als ich durch das große Tor der Villa trat. Sorry. Ich hatte den ganzen Tag noch nichts gegessen und jetzt war bereits später Nachmittag. Es war also kein Wunder, dass mein Magen nach Essbarem verlangte. Eine Pizza wäre jetzt toll. Vielleicht konnte ich Kanäle überreden, mir eine Tiefkühlpizza in den Ofen zu schieben. Die meiste Zeit über kochte sie nämlich relativ exklusives Zeug. Aber von Sushi und solchen Dingen wurde man ja nicht richtig satt. Jedenfalls nicht als heranwachsender Jugendlicher. Da wenigstens normalen Reis, bisschen Fleisch und Gemüse. Ich näherte mich der Tür zum Hauptgebäude. Wenn mich hier jemand sah, der nicht in der Nachbarschaft wohnte, dann würde er mich als Bettler ansehen. Meine Kleidung war nicht wirklich sauber nach der Nacht auf der Straße. Ich roch verschwitzt und passte somit kein bisschen zu der Villa vor mir. Ein Bad muss ich auch noch nehmen. Das Nebenhaus hatte kein Badezimmer, die Villa dafür mehrere. Das bedeutete, dass ich länger als geplant mich aufhalten musste. Als ich eintrat, kam mir gerade die Kanina entgegen. Das ist ja auch die von, Neo, oder? Das nennt sich mich von Neo. Sieht vielleicht fast so aus. Es war egal, wann ich kam. Sie schien es immer zu bemerken. Mein Herr? Mit ihrer gewohnten Haltung begrüßte sie mich und das Antwort knurrte mein Magen noch einmal. Ich werde Ihnen etwas zu essen zubereiten, mein Herr. Danke, Kanina. Wenn es geht, dann aber bitte etwas Einfaches. Es reicht, wenn du mir eine Fertigpizza in den Ofen schiebst. Mein Herr, das ist unter meiner Würde. Schon gut. Dann mache etwas Selbstgemachtes, wovon man satt wird. Kein Sushi oder anderes Exquisites. Ich bin so lange im Bad und werde dann daneben Haus speisen. Wie Sie wünschen, mein Herr. Ich versuchte das Gesicht und lief schnell zu einem der vielen Badezimmer des Anwesens. Kanina hatte etwas gegen Fertigessen. Einmal als ich mir selbst eine Fertigpizza kaufte und in den Ofen schieben wollte, wurde sie sogar richtig sauer. Und sie sagte schließlich seltene Emotionen. Warum auch immer. Sie hielt überhaupt nichts von Fertiggerichten. Ich seufzte. Wenigstens schien mein Vater nicht anwesend zu sein. Trotzdem hatte ich mich in das kleinste der Bäder eingeschlossen. Dieses benutzte ich immer, wenn ich hier war. Das hatte mehrere Gründe. Zum einen benutzte mein Vater immer die großen Bäder, also würde ich ihm eher selten über den Weg laufen. Zum zweiten war es nicht ganz so luxuriös eingerichtet. Und vor allem, und das war der wichtigste Grund, Kanina hatte mir hier immer ein paar saubere Schuluniformen zum Wechseln bereitgelegt. Ich schälte mich aus der dreckigen Schuluniform und ließ mir heißes Wasser in die Badewanne ein. Während es in die Wanne sprudelte, warf ich einen kurzen Blick in den Spiegel. Ein paar Nächte auf der Straße hatten mich wieder mehr runterkommen lassen. Ich war noch nicht abgemagert, aber schon ziemlich dünn. Meine Arme waren genauso grazil wie die eines Mädchens. Ich drehte mich um und begutachtete die alte Narbe auf meinem Rücken. Nahezu senkrecht vom Nacken bis hin zu meinem Hintern verlief sie über den kompletten Rücken. Ich wusste nicht mehr, woher sie stammt. Musste sie mir zugezogen haben, als ich nur ganz klein war. Vermutlich ein Unfall. Abgeheilt war sie jedenfalls nie hundertprozentig.
Nun, wenigstens machte sie keine Probleme und war daher nur ein ästhetischer und war daher nur ein ästhetischer Naturproblem problematisch. Ich stieg in die inzwischen volle Wanne und genoss das heiße Wasser. Es machte mir nichts aus, unter freiem Himmel zu schlafen. Ich hatte auch kein Problem damit, mal ohne warme Mahlzeit auszukommen. Aber eine Sache vermisste ich doch jedes Mal, wenn ich mich außerhalb der Villa aufhielt. Ein schönes, heißes Bad. Ich tauchte bis zur Nasenspitze unter und ließ meine Gedanken kreisen. Makoto kam mir in den Sinn, das Mädchen Karin, mit der ich heute anscheinend aneinander geraten war, und dann Kanina. Meine Gedanken schwirrten zu meiner Familie. Ich dachte an meine Mutter, welche auf eine Sekte reinfiel und ihren Austritt mit dem Leben bezahlen musste. An meinen Vater, der nicht in der Lage war, irgendetwas zu tun und sich seit Jahren jeden Tag betrank. Mehr Familie hatte ich nicht mehr. Sicherlich gab es irgendwo noch weit entfernte Verwandte, doch von denen hatte ich noch nie jemanden gesehen. So genommen gab es nur noch meinen Vater und mich. Und damit hatte ich keine Familie mehr, denn mein Vater sah schon lange nicht mehr als Teil von mir an. Eine Träne rollte meine Wange herunter. Ich schlang die Arme um die Beine und versuchte an etwas anderes zu denken. An etwas Fröhliches. Doch in meinem Leben gab es nicht viel davon. Mein Herr, ich habe ihr Essen zubereitet. Kaninas Stimme erklang dumpf durch die Tür und holte mich aus meinem Selbstmitleid. Moment, ich komme. Hastig stieg ich aus dem Bad, trocknete mich ab und zog mir eine frische Uniform an. Dann lief ich hastig durch die Gänge der Villa in die Eingangshalle. Ich hörte meinen Vater hinter mir grölen. Ein Blick über der Schulter zeigte ihn mir durch die halb geöffnete Tür in der Lounge sitzen liegen, neben ihm eine umgefallene Flasche Whisky. Weder die erste noch die letzte heute. Ich ignorierte das Bild und lief weiter zum Nebenhaus, welcher ein Stück neben der Villa stand. Es war einst für die Bediensteten errichtet worden, inzwischen bewohnte es allerdings niemand mehr. Von mir mal abgesehen. Ich hatte natürlich ein Zimmer in der Villa, mit großem Bett und exquisit eingerichtet, aber ich hasste es. Ich hasste all den angeblichen Luxus der Villa, der wie eine Fassade die Wahrheit zu verschleiern versuchte. Das Nebenhaus dagegen war sehr nach meinem Geschmack. Es war komplett in japanischem Stil eingerichtet. Tatami-Matten, Futons. Nirgendwo blickte der angebliche Reichtum durch, der sich durch meinen Vater Ishtar vermindert hatte. Japanische Zimmer wirkten immer bodenständiger als westliche. Und darum mochte ich das Nebenhaus auch so sehr. Boah, ich kann nicht mehr lesen. In meinem Stammraum lag ein Tablett auf dem Boden mit mehreren Schüsseln. Reis und Hühnchen, süß-sauer mit Ananas und ein wenig Gemüse. Genug, um richtig satt zu werden, aber auch nicht so viel, um die Hälfte auf dem Teller liegen lassen zu müssen. Dieses Mal hatte Kanine wirklich ganze Arbeit geleistet. Einen Moment. So, ich habe mal kurz genießt, also geschnauft. Ich murmelte das mir selbst und begann dann mit dem Essen. Ich weiß nicht, ob ich das immer richtig ausspreche. Es war köstlich, wie jedes Essen, das Kanina zubereitete. Sie verstand wahrlich ihr Handwerk. Nachdem ich fertig war, stellte ich das Tablett vor die Zimmertür, schloss diese ab und legte mich schlafen. Zumindest versuchte ich es. Die letzte Nacht war ruhig gewesen, doch dies war kein Grund anzunehmen, dass diese Nacht genauso ruhig bleiben würde. Ich wälzte mich unruhig hin und her. Mein Körper war müde und verlangte nach Schlaf, doch mein Geist hielt mich wach, wollte nicht schlafen. Oder gar träumen. Schlaf bedeutete für mich keine Erholung. Immer öfterer wurde ich von Albträumen heimgesucht, aus denen ich schweißgebadet erwachte. Traumdeutung ergab nichts Sinnvolles. Und so blieb mir nur Nacht für Nacht zu hoffen, mal wieder gut zu schlafen. Die letzte Nacht war ruhig gewesen, doch ich wusste, dass ich darauf in dieser Nacht nicht sehen konnte. Ich würde wieder den gleichen Traum sehen. Eine heile Welt, eine gespielte heile Welt,
Alle waren nett und alle waren fröhlich und sie feierten. Doch all das war nur Fassade. Es war ein Albtraum, aus dem er schreiend erwachen würde, spätestens wenn er seine wahre Fratze zeigte. Ich drehte mich erneut in den Futon um und verfluchte den Traum. Erst zeigte er mir eine solch wunderbare, reine, perfekte Welt und dann ließ er das Kartenhaus zusammenfallen. Wie er das tat? Er zeigte mich. Als wäre ich der Kameramann in einem Film, schwenkte am Ende der Blickwinkel zu mir. Ein Schauer lief mir allein aber den Gedanken über den Rücken, denn die Person war nicht ich, nicht so, wie ich eigentlich war. Ich war ein Mädchen, also der Mädchenkörper aus Switch 1. Das war nicht die Sache, die mir so viel Angst machte. Es waren meine Augen. Ohne Glanz, ohne Pupille. Sie blickten mich seelenlos an, ihr Gesicht zeigte keinerlei Emotionen, und dennoch fühlte ich so etwas wie Hass in ihrer Gestalt. Die Augen machten mir Angst. Ihre Erscheinung in der perfekten Welt machte mir Angst. Sie hat noch nie ein Wort gesagt, blickte mich immer nur seelenlos an. Ich konnte nicht verstehen, warum ich so etwas träumte. Ich konnte nicht verstehen, was mit mir los war, dass ich so etwas träumte. So, jetzt machen wir mal Schluss. Wir sehen uns als nächstes Mal bei Let's Play Switch Alternate. Auf Wiedersehen.